Hallo und schön, dass du hier bei Hallo Lieblingshund bist. Ich bin Diana und in diesem Video soll es um das Thema Location Scouting gehen. Dafür habe ich ein paar Tipps für dich vorbereitet und der allererste ist, wir fangen zu Hause mit unseren Vorbereitungen an. Deswegen steht hier auch der Laptop, denn Vorbereitung ist das A und O und man möchte natürlich nicht wahllos irgendwo durch die Gegend laufen. Kann man natürlich auch, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat oder vielleicht in einen neuen Ort zieht und sich dort einfach mal ein bisschen umschauen möchte nach Locations. Aber wenn man nur wenig Zeit hat, dann sollte man sich vorher online bei Google Maps zum Beispiel schon ein bisschen informieren, einfach die Satellitenansicht nutzen, gucken, okay, was sieht denn da eigentlich ganz spannend aus und sich dann die Adressen notieren, am besten auch eine Route legen, die ganz sinnig ist, dass man nicht kreuz und quer durch die Gegend fährt, sondern sich da eine schöne Route anlegen. Der nächste Tipp: Schau doch mal, ob du vielleicht Kontakt zu einem Ortskundigen aufnehmen kannst. Connectet euch, schaut, ob er dir irgendwelche besonderen Locations nennen kann, die optisch ein totales Highlight sind. Aber hier ein wichtiger Hinweis: Nur weil eine Location vielleicht für den einen super schön aussieht, heißt es natürlich auf der anderen Seite nicht immer direkt, dass die auch tiptop fototauglich ist. Von daher auf jeden Fall auch diese Locations vorher einmal besichtigen, dass man nicht beim Shooting selbst eine böse Überraschung erlebt und denkt, oh, fotomäßig ist das hier eigentlich nicht so gut. Also da auf jeden Fall auch vorher einmal den Ort anschauen. Natürlich sind auch die Social Media Plattformen eine tolle Quelle, um sich von Locations inspirieren zu lassen. Aber da gibt es noch einen wichtigen Hinweis, denn ich persönlich empfehle nicht unbedingt immer den Standort bei den Bildern zu posten, wo die Fotos entstanden sind. Es kommt natürlich immer so ein bisschen an, was für eine Location das genau ist. Aber je nachdem, wie wunderschön dieser Spot dann ist, kann der eben schnell durch Social Media, explizit auch durch Instagram, überlaufen werden. Vielleicht hast du es mitbekommen in den Medien, wo es hier bei einer Location um den Königssee ging. Da ja, ist es tatsächlich bei einem wunderschönen Wasserfall schon dazu gekommen, dass es Tote gab, einfach weil die Leute dort posieren wollten, um ja, atemberaubende Fotos von sich in dieser schönen Location zu bekommen. Und so etwas soll natürlich nicht sein. Und da ist es eben auch wichtig zu wissen, dass man immer auf die Sicherheit achten sollte, sowohl von Mensch als auch von Hund. Und nur weil das Foto sonst so, so schön wäre, sollte man auf jeden Fall nicht das Leben riskieren. Das liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen, dass du darauf achtest. Und eben auch, wenn du dann deine Ergebnisse später teilst, überleg genau, willst du die Location wirklich dazu packen? Wird die Natur dann vielleicht dort überlaufen? Wird sie vielleicht sogar zerstört? Kommen vielleicht Lebewesen ums Leben? Da auf jeden Fall ein großes Augenmerk drauf legen. Und wenn du dich dann mithilfe von Google Maps, Ortskundigen und Social Media bestens mit einer Route vorbereitet hast, dann kann es natürlich losgehen an die Locations, um sie zu scouten. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Und da gibt es noch ein paar Tipps für dich. Wenn du auf der Liste deiner Locations, die du gerne besichtigen möchtest, unter anderem vielleicht wie hier bei mir im Hintergrund ein Schloss stehen hast oder auch einen Stadtpark, einen botanischen Garten oder vielleicht sogar einen Kurpark, dann gibt es einige Dinge, auf die du vorher achten solltest. Erstens: Wie sehen die Öffnungszeiten aus? Kann ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich Fotos machen möchte, überhaupt an die Location gehen? Zweitens: Sind an der Location überhaupt Hunde erlaubt? Ganz, ganz wichtig für uns. Drittens: Müssen wir vielleicht, um an die Location zu kommen, Eintritt bezahlen? Und der vierte Punkt: Dürfen wir überhaupt an der Location gewerblich fotografieren oder brauchen wir vielleicht eine Genehmigung? Diese vier Punkte solltest du auf jeden Fall bei solchen Locations immer berücksichtigen. In der
Natur müssen wir uns zum Glück nicht nach Öffnungszeiten richten, aber auch hier sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir die Natur nicht beschädigen, also nicht einfach irgendwelche Blumen abreißen, weil wir die gerne als Requisiten nutzen möchten, sondern da im Vorfeld lieber bei einem Floristen ein bisschen was einkaufen und mitbringen. Doch was natürlich essentiell für uns Fotografen ist, das ist das Licht. Und gerade bei so Locations in der Natur kann man eben leider nicht immer bei Google Maps direkt sehen, ja, aus welcher Himmelsrichtung denn die Location eigentlich am besten aussieht, also ob das Ganze auch mit dem Licht morgens oder abends passt. Und genau dafür gibt es hier auf dem Handy nämlich eine ganz, ganz tolle App, die nennt sich Fotopilz. Das ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Fotografen, denn damit lässt sich unfassbar viel machen. Wir können zum einen mit Augmented Reality uns den Sonnenverlauf anschauen lassen, nur einfach im Grunde die Kamera an der Location bewegen und wir können sehen, wann die Sonne wo steht und ob sie eben an der passenden Stelle steht, in genau dem Winkel, in dem wir auch fotografieren wollen. Wir können uns da aber auch eine Belichtung berechnen lassen, die Schärfentiefe und noch vieles, vieles mehr. Also das auf jeden Fall ein super Tipp hier an dieser Stelle. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Vielleicht kennst du die App auch schon, sag's mir gerne mal in den Kommentaren. Das waren jetzt meine Tipps für dich zum Thema Location-Suche. Und ich hoffe natürlich, das Video hat dir gefallen. Wenn du auch noch irgendwelche Tipps hast, schreib sie gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn du allgemein noch Fragen hast, auf jeden Fall auch unten rein damit. Und wenn dir dieses Video jetzt gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um in Zukunft über alle neuen Videos Bescheid zu bekommen. Und dann würde ich sagen, danke ich dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao! Thank you.